Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es mal wieder um unseren besten Freund Michael Wendler und der hat eine Neujahrsansprache gemacht, die ich allerdings euch wieder nicht hier komplett zeigen kann, weil da schon wieder so einige Sachen zu heftig, glaube ich, für YouTube wären und das möchte ich hier nicht riskieren, aber ich zeige euch das Gröbste dort und er hat natürlich wieder einiges auch zu sagen und es ist durchaus spannend. Ich kann da natürlich nur den Kopf schütteln zu den Sachen, die ich euch hier nicht zeigen kann. Sowieso nicht, da haben wir schon dutzendfach drüber gesprochen, also was er da teilweise erzählt, geht einfach nicht fit. Und das, was er dann aber in diesen Phasen, wo ich meine, dass das noch für YouTube in Ordnung ist, erzählt, geht dann in Richtung RTL, beziehungsweise was die Medien gerade wieder mit ihm machen. Und ich glaube, das könnte für euch auch ganz interessant sein. Und er spricht ja immer von der großen Aufklärung bei ihm und dass er ja auch nie falsch lag. Also ich glaube, die meisten von uns haben den September wieder überstanden. Ich weiß ja nicht, welchen September er meinte. Irgendwann wird er dann früher oder später ja recht haben. Ja, irgendein September erreicht man dann meist nicht mehr, weil jeder Mensch ja dann irgendwann von uns geht. Aber ich glaube, ja, diese Prognose vor 1,5 Jahren hat schon mal nicht gestimmt und das ist schon mal eine ganz große Sache, die blödsinnig war und damit hat er sehr viel Leuten Angst gemacht. Das muss man hier auch immer wieder betonen. Er hatte ja ein Comeback gemacht auf Instagram, das hat ja nicht lange funktioniert und darüber spricht er auch. Ich denke, so werde ich auch den Titel in etwa nennen. Was ich aber auch ganz interessant fand, er hatte ein paar Postings vorher auch nochmal auf die ganzen Gerüchte Stellung bezogen. Und da sprach er auch von den Schulden, die er hat, dass das ja alles falsch sei. Und er hat wohl Verbindlichkeiten beim Finanzamt, die allerdings abgetragen werden. Da geht es auch nur um einen Posten. Es geht ja um dieses Gestüt, was dann das Finanzamt doch im Nachhinein, als er dann ausgewandert ist, ihm wohl ja, angelastet hat. Und das war ein Betrag in Millionenhöhe. Und daraufhin wurden seine Wohnungen, die er wohl in Deutschland besitzt hat, gepfändet und quasi als Gegenzahlung verwendet und die GEMA-Gelder auch. Und damit trägt er diesen Betrag ab und der scheint wohl bald abbezahlt zu sein. Na, dann ist das zumindest erledigt. Vielleicht will er auch so lange noch dort in Florida bleiben. Man weiß es nicht, bis er dann doch alles hier erledigt hat, was das angeht. Und er will auch Anwälte bemühen, um einen RTL-Reporter, der da anscheinend nicht sauber gearbeitet hat. Und wie gesagt, es ist immer gut zu kritisieren und auch Dinge auf den Punkt zu bringen. Das finde ich auch richtig und wichtig, mache ich ja hier auch. Aber man sollte natürlich irgendwelchen Blödsinn erzählen. Deswegen muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist er dort vielleicht sogar im Recht. Vielleicht habt ihr den Beitrag dort gesehen. Aber ich lasse euch jetzt erstmal hier so ein paar Sachen zeige ich euch jetzt erstmal und lasse die erstmal abspielen, bevor wir dann auch zu den weiteren Gerüchten kommen, wo er auch nochmal drauf eingeht. Denn das ist durchaus interessant, dass man von ihm mal so eine Stellungnahme bekommt. Einen wunderschönen guten Morgen aus den USA und frohes neues Jahr. Heute am Montag, den 2. Januar 2023. Und ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gekommen. Ihr Lieben, die Hammermeldung des Tages habe ich schon gepostet. Es geht um meinen Instagram-Kanal und um die Medienhetze diesbezüglich und die falschen Anschuldigungen und Äußerungen und Verleumdungen, auf die ich nochmal kurz Stellung beziehen möchte. Vor ungefähr 2 Jahren hat man meinen Instagram-Kanal mit 330.000 Follower gelöscht, weil ich ja der Wahrheitsbewegung beigetreten bin und gewagt habe, Fakten zu dieser. Und ich habe auf Instagram nichts dazu sonderlich gepostet, die zu einer Sperrung hätten führen müssen. Man hat das einfach gemacht, weil man vielleicht Angst hatte, dass ich mit diesen vielen Follower vielleicht zu viele Menschen aufwecke. Und das wollte man um jeden Preis verhindern, weil man ja diese, der etwas anderes gesagt hat oder warnen wollte, im Weg. Und deswegen hat man mich ganz schnell erstmal gelöscht. Das Gleiche ist übrigens auch bei Twitter oder bei Facebook passiert. Also die Zensurmaßnahmen, die auch bis heute noch, abgesehen von Twitter, immer noch existieren, sind skandalös. Ich habe einen zweiten Account angelegt, der auch schon über ein Jahr lief, unbemerkt für meine Hunde, denn meine Hunde können natürlich keinen Instagram-Account anlegen, ist ja logisch.
und habe dann immer fröhlich meine Hundebilder da gepostet und dieser fand großen Zuspruch mit über 12.000 Followern. Und den habe ich jetzt einfach mal genutzt, habe einen zweiten Anlauf gewagt und habe meinen eigenen Kanal, den ich angelegt habe für meine Hunde, auf dem auch nie irgendwelche Impfpropaganda gemacht worden ist, für mich benutzt. Und ich habe nur Weihnachtsgrüße auf diesem Kanal gepostet und das hat alleine dazu geführt, dass die Angst vor Micha Wendler so groß gewesen sein muss, dass man eben bei Instagram, ich glaube, die Bild-Zeitung war das sogar, eine Anfrage gestellt hat, vielleicht sogar eine Bitte um Löschung gestellt hat, welches dann auch umgehend erfolgt ist, obwohl der Kanal innerhalb von weniger Stunden schon 30.000 Follower erreicht hatte. Also so groß ist auf jeden Fall immer noch der Zuspruch. So viele Menschen tummeln sich immer noch auf Instagram und hoffen, sich da irgendwie durchmogeln zu können mit der Meinungsfreiheit, die nicht mehr faktisch existiert, die laut Grundgesetz aber uns allen gegeben ist und nicht nur in Deutschland. Und das ist der eigene Skandal, dass wir alle hier zum Schweigen verurteilt werden und niemand etwas dagegen tut. Die wenigsten Künstler sind aufgestanden, ich habe das gemacht. Und ich hasse einfach die Menschen, die das auch noch feiern, dass Michael Wendler in irgendeiner Weise bestraft wird dafür, dass ich mich für euch, für andere Menschen einsetze. Ist das nicht skandalös, dass diese Menschen das auch noch toll finden? Ich habe alles für euch aufgegeben, habe alles riskiert, um die Wahrheit zu fördern und um euch zu warnen. Und dann gibt es immer noch Menschen, die das noch großartig finden, wenn man mir zusetzt. Also ich kann das wirklich nicht verstehen. Also diese Menschen, die haben wirklich für mich den Knall nicht gehört, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gesagt, das sind jetzt nur die Passagen, die ich euch noch zeigen konnte. Der Rest wäre wirklich zu heikel gewesen, da bin ich mittlerweile sehr vorsichtig. Ich hatte einmal ein Problem mit so einer Wendler-Sprachnachricht im Nachhinein und das möchte ich hier natürlich nicht riskieren. Von daher, glaube ich, können die meisten das verstehen. Und ja, zu den Gerüchten, die er da nochmal versucht hat aufzuklären, er hat auch darauf bestanden, dass er ja immer in einem Haus gelebt hat und nie in einem Wohnwagen, ja, und dass er kein Leben in Saus und Braus führt, aber ja, auch nicht an Hungersnot leidet. Und ich denke, so ein Zwischending wird es auch sein. Ich glaube, ne, Laura verdient ein gutes Geld auf OF. Da sind auch sehr pikante Videos jetzt im Auflauf, wollte ich gerade sagen, im Umlauf, die ja anscheinend auch einen Auflauf an Leuten bringen, um diesen Lifestyle da weiter durchzuziehen. Und ja, für die Philipp Kleinjacken scheint es dazwischendurch auch noch zu reichen. Und die sind ja auch nicht ganz günstig, auch wenn sehr geschmacklos, oder? Ich weiß nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das waren so die Sachen, auf die er da eingegangen ist, die ihm, glaube ich, auch am wichtigsten waren. Und ja, ich denke, das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ein kleines Update zu unserem Michi. Wie seht ihr die ganze Aktion? Ich vermute, der Schritt wird jetzt in diesem Jahr Richtung Comeback gehen in Deutschland. Vielleicht auch Shows, vielleicht auf Malle. Krümel wollte ja im letzten Jahr schon den Michi rüberholen. Und ich glaube, so langsam könnte es klappen. Und wenn er die Verbindlichkeiten mit dem Finanzamt dann regelt, dann ist er vielleicht auch irgendwann in Deutschland wieder gern gesehen. Man weiß es ja nicht, ja. Was da alles jetzt stimmt von Timo Berger und Co., da muss man ja immer ein Fragezeichen hintersetzen. Von Timo Berger hat man jetzt auch gar nichts mehr gehört. Würde mich auch nochmal interessieren, was da vielleicht an Updates passiert ist. Ihr könnt gerne auch Sachen ergänzen, dann berichte ich nochmal. Dann schaue ich nochmal bei Timo Berger vorbei. Aber ich habe jetzt die letzten Male nichts mehr mitbekommen. Ansonsten lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch solche Gossip- und Trash-Videos interessieren. Und ich bleibe natürlich am Ball. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen zur täglichen Dosis Trash. Und ich kann euch versprechen, es wird wieder trashig. Bis dann und ciao, ciao.